Schnapser! Na, wo kommst du her? Vom Joggen, und du? Vom Schwimmen. Na, dann hatten wir ja beide einen erfolgreichen Arbeitstag, wa? Ob das so erfolgreich bei mir war, weiß ich nicht. War nämlich ganz schön hart. Und damit einen ganz wundervollen guten Abend hier aus Algorfa. Es ist Samstag, der 6. Januar und den wollen wir kurz für euch zusammenfassen. Ging los heute Morgen mit einer kurzen Trainingseinheit, 10:30 und es wurde gespielt. Es wurde gespielt und es wurde getroffen. Unser Spiel ist vorbei, denn wir haben auf den ersten Torschützen gesetzt. Alle Journalisten seit Tagen warten wir darauf. Wir dürfen nicht darüber berichten, wie viel Geld da schon in dem Pott war. Auf jeden Fall wurde er geknackt. Izet Hajrovic hat dafür gesorgt, dass wir heute Abend zu dem Essen noch ein paar Getränke kriegen. Dann stand uns Frank Baumann, der Sportchef, Rede und Antwort. Was hat er gesagt? Ja, er hat uns leider mitgeteilt, dass das Testspiel gegen Royal Antwerpen, was morgen stattfinden sollte um 11 Uhr, nicht stattfinden kann. Zu wenig Spieler hat Werder dabei. Verletzungsbedingt. Genau, ausgefallen. Ole Kolpe haben wir gestern schon erzählt. Aaron Johansson, Ishak Belfodil und Thomas Delaney. Bei Thomas Delaney gibt es eine Muskelverletzung. Und weil Frank Baumann das ein bisschen geheimnisvoll tut, machen wir uns ein bisschen Sorgen, ob der nächste Woche, also heute in einer Woche, gegen Hoffenheim überhaupt schon wieder dabei sein kann. Naja, und weil sie zwei Spiele machen wollten, also morgen um 11 und am Sonntag dann um 15.30 Uhr, brauchten sie eigentlich zwei Mannschaften. Wenn vier Spieler ausfallen, wird es eng. Und deswegen hat man das Spiel abgesagt, Royal Antwerpen mit Sambu Yatabare. Ich glaube, die sind nicht ganz so begeistert gewesen. Dann hast du mit Thomas Horsch sprechen können. Ja, ein ganz interessanter Mensch, wie ich finde. Der ist der neue Co-Trainer bei Werder, neben Tim Borowski und natürlich Chef ist Florian Kohfeldt und dieser Thomas Horsch, ganz interessanter Mann, der hat als Vater von seinem Sohn angefangen, Trainer zu sein. Der hat früher im Tor gestanden, in der Regionalliga bei Alastair Horst, dann hinterher noch beim Bremer SV und dann ist er da hingegangen, hat seinen Sohn eigentlich nur hinbringen wollen, haben sie ihn gleich verhaftet als Trainer und jetzt ist er Co-Trainer bei den Profis. Ganz interessante Geschichte findet ihr natürlich wo? In der Deichstube. Und wusstest du eigentlich, dass sich hinter Marco Bode ein verstecktes Talent verbirgt? Das wusste ich nicht, habe ich aber heute mitgekriegt, weil ihr einen ganz tollen Film davon gedreht habt. Den könnt ihr nachher auch noch mal sehen. Auch natürlich in der Deichstube. Der kann jonglieren, der könnte in den Zirkus gehen. Zweite Trainingseinheit gab es heute nicht, deshalb haben wir auch etwas früher Feierabend, treffen uns mit den Journalistenkollegen, die mitgereist sind hierher beim Italiener heute Abend. Gibt schönes Essen. Knipser ist schon in Stimmung. Ja, wir verabschieden uns von euch. Ich wünsche euch noch frohe Weihnachten, denn in Spanien war heute Weihnachten. Ja, Weihnachten. Frohe Weihnachten noch. Wir sehen uns morgen wieder in der Stube. Euch allen einen schönen Abend. Schöne Grüße nach Deutschland.